Grüß Gott. Hallo. Grüß Gott. Bist neu hier? Ja. Ich bin Oskar. Anna. Was führt dich an unseren schönen Ort? Ja, schön ist das hier. Ich wollte schon länger aufs Land. Raus aus... Ja, weg. Ist zu laut da. Mein Onkel hat diesen Hof hier. Na schau an, da glaubt man, man kennt sich hier. Hat der Friedrich eine Nichte? Ich glaube, das vergisst er selber manchmal. Er ist ja schon ein bisschen... Aber ich glaube, genau deswegen ist er ganz froh, dass ich jetzt da bin. Was hast du gelernt? Sekretärin. Eigentlich. Aber wie gesagt, Natur ist mir irgendwie... Was machst du? Gelernter Metzger, wie mein Papa. Aber die Zeiten ändern sich. Leitstellenbereich München hat hier Außenstellen geschaffen. Und da habe ich mich für den Polizeidienst entschieden. Jetzt ist der Herr Göring mein Papa. Aber mehr Möglichkeiten. Mehr Verantwortung. Mehr Geld. Ja, das wird deiner Familie sicher gut tun. Das ist der Plan. Gut, ich werde dann mal... Morgen ist Kameradschaftsfest. Hast du Lust, mich zu begleiten? Oh, ich... Onkel Friedrich braucht... Das ist der schönste Tag im Jahr. Du wirst sehen. Gutes Essen, Bier... Das Tanzen vor allem. Tanzt du gerne? Es gibt eine Kapelle. Ja, sehr. Oder tippst du nur? Nein. Ja, wunderbar. Dann gehen wir da morgen gemeinsam hin. Okay, ja. Ja. Gern eigentlich. Muss ich da irgendwas... Und wenn der dann so richtig einen Kahn hat, dann stelle ich dir meinen Bereichsleiter vor. Den Reichskommissardirektor Waldheimer. Der sucht eine Sekretärin. Passt? Tanzen, tippen. Wirst sehen, das fühlt sich ja beides gleich ganz anders an. Das glaube ich, ja. Ja, Mann, das wird schön. Da freue ich mich. Und deine Frau, die... Fein. Nee, wir können die jetzt nicht einfach hier liegen lassen. Willst du hier bleiben? Willst du warten, bis die Bullen da sind? Nee, will ich nicht. Aber das Haus gehört das gehört meinem Onkel, Mann. Und der hat damit gar nichts zu tun. Wir können sie nicht hier liegen lassen. Alter, dein Onkel ist mir scheißegal. Du lässt mich hier jetzt nicht im Stich. Was sagt der Richtige? Erinnerst du dich noch? Tankstelle? Vor 2 Jahren? Tobi haut einfach ab. Halt. Dein Maul! Wenn du mich nicht im Stich gelassen hättest, dann hätten mich die Bullen nie gekriegt. Gehst du ja nicht nochmal in den Knast! Du kannst gerne hierbleiben. Und dich von den Bullen ficken. Erwarte nicht von mir, dass ich dich dann besuchen komme. Du hast einfach auf mich geschissen. Und ich? Ich war noch so dumm und hab dem Bullen nichts gesagt. Einen Fehler mache ich nicht nochmal. Gib mir nicht die Schuld dafür, dass du dich nicht an den verfickten Plan gehalten hast, ja? Hättest du dich ein bisschen dran gehalten, dann wären wir mit der Scheißkohle längst weg, Mann. Du Arschloch hast mich einfach zurückgelassen! Hättest du doch genauso getan. Nein. Wir waren Brüder.
kaum bin ich raus, reißt du mich wieder in die Scheiße. Ist einfach alles versaut. Du Hurensohn. Schwuchtel.